Wer von euch etwas Schlechtes sieht, soll es durch seine Hand verbessern. Wenn er dazu nicht in der Lage ist, dann soll er es durch seine Zunge verbessern. Und wenn er auch dazu nicht in der Lage ist, soll er versuchen, es durch sein Herz zu verbessern. Und das ist die schwächste Form des Glaubens. Das ist einer der bekanntesten Aussprüche des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Er zeichnet das Bild eines Muslims, der nicht tatenlos zusieht, wenn er ein Übel sieht. Er versucht, etwas daran zu ändern, wenn er die Möglichkeit hat, durch aktives Handeln. Hat er diese nicht, dann wenigstens durch den Hinweis darauf, durch aufmerksam machen. Kann er auch das nicht tun, dann lehnt er es wenigstens im Herzen ab. Die Möglichkeiten des aktiven Handelns sind oftmals nicht gegeben. Aber wir leben in einem Land, in dem jeder seine Meinung frei äußern darf. Und so haben wir auch jede Möglichkeit, auf ein Übel hinzuweisen. Und das sollte auch nicht unterschätzt werden, wie sich aktuell an der Situation in Gaza zeigt. Auch wenn das Ziel, nämlich die Gewalt zu beenden, nicht erreicht wurde, hat doch das Aufmerksammachen einen erheblichen Einfluss auf die Politik gehabt. Zu Recht wird deswegen darauf aufmerksam gemacht. Und zu Recht schreiben mich auch Leute an und schicken mir Links zum Teilen, um genau darauf aufmerksam zu machen. In diesem Fall und auch in anderen absolut verständlich. Nur muss man bei einer Sache aufpassen. Und das ist die eigene Absicht. Sowohl beim Aufmerksammachen als auch bei der Forderung, dass jemand anderes darauf aufmerksam macht. Ich habe mal ein Buch gelesen, in dem ein Weg beschrieben wurde, wie man es schafft, dass Leute sich hinter einem versammeln. Also wie Leute dich zum Anführer machen und in dir den Helden sehen. Wie macht man das? Und da wurden 4 verschiedene Methoden beschrieben. Eine davon war, help the people to throw stones at others. Hilf den Leuten, Steine auf andere zu werfen. Was steckt dahinter? Es klingt ein wenig seltsam. Dahinter steckt die Idee oder das Bedürfnis von vielen Menschen in der breiten Masse, jemanden zu haben, der für sie an ihrer Stelle gegen ihre vermeintlichen Gegner austeilt. Und wenn sie keinen Gegner haben, dann musst du einen für sie erschaffen. Das kann der Staat sein, die Ungläubigen, die arabischen Herrscher, Erdogan, Missionare, andere Gruppierungen, Sufis, Salafis, sonst was. Spielt keine Rolle, wer. Hauptsache, es gibt einen gemeinsamen Feind von einer größeren Gruppe Menschen. Und jetzt musst du ihnen helfen, Steine auf ihren Feind zu werfen. Wenn sie so jemanden in dir sehen, jemanden, der auf ihre Feinde schießt, dann versammeln sie sich hinter dir. Das altbekannte Prinzip, wenn die Leute im Land unruhig werden, bricht der König einen Krieg vom Zaun. Sobald ein Feind von außen sichtbar da ist, versammeln sich die Leute brav hinter ihrem König. Das betrifft ganz sicher nicht die aktuelle Situation in Gaza. Das meine ich überhaupt nicht. Ich meine damit sehr viele Konflikte zwischen den ganzen Sonstwas-Is, die in Zeiten von TikTok ach so gerne ausgetragen werden. Fallt nicht darauf herein. Nutzt das Internet, um Allah näher zu kommen. Gezielt, nicht als Dreh- und Angelpunkt eurer Religion. Der sollte in einer Gemeinde liegen. Nein, als Begleiterscheinung, um aus bestimmten, wohl ausgewählten Quellen nützliches und nur nützliches Wissen zu beziehen. Und lasst euch nicht in sinnlose Gefechte verwickeln. Auch dann nicht, wenn es zu schön ist, einen Gegner untergehen zu sehen. Es wird euch nicht Allah näher bringen. Und versammelt euch nicht hinter Leuten, die für euch jemand sein wollen, der Steine wirft. Sonderlich schwer zu erkennen sind sie nicht. Und spirituell werdet ihr dort sowieso nicht viel bekommen. Und das alleine schon sollte ausreichen, um seine Aufmerksamkeit anderen Dingen zu widmen. Diese Videos sind möglich, weil wir Mitglieder haben. Und du kannst uns auch dabei unterstützen.
Klick dazu jetzt unten auf den Link. Es dauert keine 2 Minuten und deine Kinder kannst du kostenlos mit anmelden.